Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Ihr fragt euch jetzt, hä? Warum sind wir auf CDBit 22? Spielt der Kacktyp ja nicht auf CDBit 2? Ja, eigentlich spiele ich auf CDBit 2, aber ich möchte euch heute gerne mal zeigen, was ich so farme und wie ich eigentlich so mein Geld verdiene. So nebenbei mache ich ja auch noch Bauaufträge, weil ich auch nicht schlecht im Bilden bin. Baue ich auch mal was für die Leute ganz gerne, kriege ich auch noch Geld rein, kann man zwar auch machen. Aber was ich auch ganz gerne mache, ist einfach Farm gehen. Und ich mache das ein bisschen mit System. Ich gucke, was sich beim Farm zum Beispiel lohnt zum Farm. Ich farme jetzt nicht einfach stumpf eine dicke Holz, wenn kein Breakboost an ist. Das bringt mir kein Geld und dauert viel zu lange, Leute. So, ich kann euch mal zeigen, was ich zum Beispiel farme. Ich farme zum Beispiel Sandstein, wie dahin auch schon auf dem Schild steht. Oder ich farme zum Beispiel Packeis auch. Packeis, müsst ihr wissen, kann man immer recht schnell farmen, weil da braucht man keinen Breakbooster dazu. Man muss einfach nur ein Packeis-Biom finden. Nimmt sich so eine Spitzhacke mit EFI 5, Behutsamkeit, Haltbarkeit 3 und baut das dann einfach ab. Ich kann euch mal sagen, so eine Spitzhacke, wenn ihr schnell abbaut, reicht eine so für 1,5 DKs ungefähr. So, und hier hinten sind jetzt noch Netherziegel. Bei Sandstein und Packeis muss man nicht so viel beachten. Da werde ich euch aber auch nochmal zeigen, worauf ich da meistens achte. Bei Netherziegel, wenn ihr das farmen wollt, müsst ihr einen Breakbooster anmachen oder müsst warten, bis einer an ist, um das richtig zu farmen. Und jetzt, ich werde auch euch jetzt damit anfangen und zeigen, wo man, ich sag mal, am besten Netherziegel farmen kann. Weil ihr könnt jetzt nicht einfach in die Hölle gehen, oder in die Hölle, was glaube ich, in Nether gehen und dann 4 DKs Netherrack farmen. Das dauert ja viel zu lange mit dem Schmelzen und so. Und ihr könnt auch nicht jede Burg zum Farmen nehmen, ist meine persönliche Meinung. So, ich mach mal Slash Home, ich weiß es gar nicht, was das war, CBN. Jo, ich wundere mich, warum das Home so heißt, ich habe das einfach mal so genannt. Ich würde euch empfehlen, es hat auch einen Grund, warum ich auf CDBit 22 mein Home für Netherziegel habe. Und zwar ist es hier einfach so, dass hier öfters mal Breakbooster an sind, weil ja auch eine gewisse Spieleranzahl drauf ist. Das buggt dann zwar manchmal zurück, aber hier machen die Spieler öfters Breakbooster an, weil sie es halt auch selber brauchen. Ihr seht schon, 250 Spieler hier von 200 ist eigentlich schon zu viel, muss man sagen. Und ich war heute früh schon hier und da waren es auch schon über 200 Spieler. Das heißt, es sind generell gute Spielerzeiten auf dem Server. So, ich kann euch mal zeigen, was ich in letzter Zeit zum Beispiel gefarmt habe. Und zwar bin ich hier, wie ihr seht, diese Burgen, die hier meistens sind, mit einem Halbherz überlebt, Leute, man kennt ihn. Und zwar seht ihr, diese Burgen hängen hier so zusammen. Ihr müsst gucken, dass diese Burgen möglichst dicht zusammenhängen, damit sich das auch lohnt, mit ihr in einem Zug mit dem Breakbooster so viel farmen könnt wie möglich. Und macht bitte eure EC frei, wenn ihr farmen geht, damit ihr nicht immer wieder auf euer Plot gehen müsst. Und dann kriegt ihr eine DK so in, wenn ihr schnell seid, in 5 Minuten, wenn ihr langsam seid, so in 7 Minuten 30. Also in 15 Minuten kriegt ihr denn, wenn ihr beide DKs holt, kriegt ihr ungefähr 2 DKs bis 3 DKs. Mein Rekord waren 3,5 DKs, das ist aber schon echt schnell, das war auch eine ganz schön dichte Burg. Und diese einzelnen Säulen, wie ihr seht, lohnen sich einfach nicht zum Abbauen, weil das nicht konstant genug ist. Eine so eine Säule gibt euch vielleicht 10 Stacks, aber diese Burgen kann man schön konstant abbauen und dadurch kann man einen höheren Profit erzielen. Ich sag euch mal, eine DK bringt so, bei Creeper-Wert steht von 5500 bis 4000. Ich verkaufe die meistens so für 4000, setze bei 4500 an und damit die Leute meistens noch was zum Verhandeln haben. Nicht wundern, warum meine Stimme ein bisschen broke ist. Bin heute, glaube ich, irgendwie ein bisschen, naja, also ein bisschen broken einfach seit dem Aufstehen. Nicht wundern. So, jetzt gehen wir mal zu meinem Eisbiom, Leute. Ein Eisbiom, ich weiß, ist schwer zu finden, kriegt man aber auch durchaus hin, wenn man sich eine Weile hinsetzt und sucht. Wie ihr sehen könnt, Eis, ganz leicht, habe ich hier schon einiges abgebaut. Ich habe hier auch um die 13 Doppelkisten. Und ich habe hier jetzt gerade meine Yeezys an, also immer wenn eine Farmwelt geht, benutzt Yeezys. Wenn nicht, wenn ihr nicht wisst, wie man die craftet, ich weiß es nämlich jetzt auch nicht mehr, geht einfach zum Bot und kauft euch die. Und ich würde sagen, ich baue jetzt hier mal ab, damit ihr sehen könnt, wie schnell das ist. So, ihr seht schon, das geht ganz schön schnell. So, machen wir das. Ey, ja, wenn euch natürlich Zombies unterbrechen, ist das immer nicht so geil. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel
ein Stack aus einem so einem Eisteil rausbekommen. Das Nervige ist halt bloß, ihr müsst hier halt immer von Dings zu Ding rennen, aber das kriegt man hin. Und dann kriegt man hier ungefähr auch zwischen 7 und 10 Minuten eine Doppelkiste hin. Und Packeis, kann ich euch generell sagen, lässt sich eigentlich nicht schlecht verkaufen, weil das wird öfters mal gebraucht, wenn man zum Beispiel jetzt Thema Schnee baut oder wenn man einen Drachen aus Eis baut, wird das ganz gerne mal gekauft. Und das kostet ungefähr zwischen 4.000 und 6.000 Dollar. Die meisten verkaufen das, glaube ich, für 5.000 oder für sogar noch weniger, 4.500. Aber ich persönlich verkaufe meine Zeit so auch zwischen 4.500 und 5.000, weil ich finde, es ist ein guter Preis und man macht sich ja halt doch auch immer noch die Mühe und farmt das hier und muss erstmal das ganze Biom suchen. Ich finde, das sollte auch schon rendiert werden. Und bei Sandstein, ist es ganz einfach so, ich habe da jetzt leider im Moment kein Biom, der gerade immer wie immer gut vorbereitet, man kennt ihn. habe ich jetzt kein Biom dazu. Und zwar ist es bei Sandstein so, ihr müsst euch einen großen Berg in der Wüste suchen. Ich sag mal, der Berg sollte so, was sollte der auch sein? Ich sag jetzt mal 120 Blöcke so. Den baut ihr, geht ihr auf die oberste Spitze des Berges und der sollte breit und lang am besten sein, auch noch in dieser Höhe. Geht ihr zur obersten Spitze dieses Berges und baut euch den so lange rein, bis ihr baut euch ganz nach unten, bis ihr irgendwann auf Stone kommt. Dann baut ihr euch so, dann baut ihr euch wieder hoch, bis ihr wieder dann hier, wie heißt es, Sandstein seht. Und dann könnt ihr anfangen zu farmen. Das ist natürlich sehr, kann man sehr, sehr schnell farmen. Also eine Dekar Sandstein kriegt man locker in 5 Minuten hin, weil das wirklich, das hängt die ganze Zeit zusammen. Und man braucht dazu auch keinen Rackbooster, um das zu fahren. Man braucht einfach nur so eine EP5-Spitzhacke mit Haltbarkeit 3. Weil das geht genauso schnell wie dann mit Rackbooster. Mit Rackbooster geht es vielleicht um ein paar Millisekunden schneller dann. Aber generell Packeis und Sandstein geht genauso schnell, als wie man auch Rackbooster anhat. Also kann man das auch immer so fahren. Generell Sandstein bringt halt pro Dekar nicht so viel. Das bringt vielleicht 1500 bis 2500. 2500 habe ich eigentlich selten erlebt, dass es jemand zahlt. Deswegen würde ich euch das eher nicht empfehlen zum Farmen. Ich mache das einfach mal zwischendurch als Abwechslung, wenn mir langweilig ist. Und ansonsten, wenn euch dieses kleine Infovideo gefallen hat, wie ich so mein Geld verdiene, könnt ihr das gerne mal machen. Könnt ihr gerne ein Abo, Like da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.